Einen wunderbaren Hallöchen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Heute mit dem Stargast. Warte, lass mich ansuchen. Den Stargast Mr. Q. Mr. Q ist ein Let's Player, der schon seit 2012 Videos macht. Also Mr. Q, sei gegrüßt. Und auch du, lieber Zuschauer, bist gegrüßt. Herzlich willkommen zu diesem kleinen Video. Und es sind immer noch Monster in der Nähe, das heißt, wir können immer noch nicht pennen. Das ist richtig scheiße. Ich könnte aber mein Bett mal umstellen. Eventuell ist das Trick 17. Denn wir könnten ja eventuell mal hier so eine Übernachtung draußen machen. Einfach so. So, und jetzt verreckt gleich der Zombie. Ich kann es gleich schon hören. Komm schon. Es kommt. Beste Todessounds, ne? So, wir rennen mal raus, Leute. Ich muss euch bei dem was zeigen. Ne, ich muss euch eigentlich gar nichts zeigen. Ich habe euch gerade angelogen. Ich würde aber schon gerne wissen, wo der Zombie ist. Haben wir eigentlich hier, ist das hier alles beerdigt, quasi so? Nee, ist nicht. Doch, ist es. Also ich hatte jetzt gedacht, dass wir unten irgendwie hier quasi so Freiraum haben und dass der da unten sich versteckt, aber wo der ist, weiß ich jetzt im Grunde genommen leider nicht. So, wir müssen mal hier mal diese Weihnachtsgeschenke entfernen. Die hatte ich ja nur gebaut wegen Weihnachten, in den Weihnachtsfolgen. Und Swags ist einfach echt ein wunderschönes Texture Pack, meiner Meinung nach. Es sieht selten ein das Minecraft sieht so selten so gut aus wie in Swags. Versteht ihr, was ich meine? So, ich wollte eigentlich nochmal nachdenken, was ich das letzte Folge erzählt hatte, was wir alles so vorhaben noch in dem Let's Play. Aber das habe ich jetzt leider wieder vergessen, sonst hätte ich jetzt heute schon wieder angefangen. Ach ja, Mob Farm wollte ich auch mal gucken. Ich wollte Mob Farm gucken, das weiß ich noch. Was wollte ich noch machen? Auf jeden Fall stört mich der Schnee hier, der manchmal ein bisschen rumhängt. Okay, Schneemänner, ihr dürft bleiben, aber auch nicht mehr. Gekommen, um zu bleiben, wie ein perfekter Flag. So. Einsortieren, würde ich mal sagen, ne? Rennen wir doch mal zum Einsortieren. Ja, meh. Kiste Natur, kommt die Kürbisscheiß rein. Mob Drops, kommt das hier rein. Und ja, es ist ein wunderschöner Donnerstagnachmittag. Und es ist Zeit, Let's Plays aufzunehmen. So, endlich. Ich glaube, ich fange jetzt endlich mal an, hier das hier ein bisschen schöner zu machen. Oder wir machen... Wir haben ja schon so einen angefangen, glaube ich, ne? Habe ich nicht mal angefangen, das hier irgendwie schöner zu machen? Hier an der Seite? Hier so nach oben, ne? Habe ich das nicht mal gemacht? Warte mal, das kann doch gar nicht sein. Ich weiß doch ganz genau, dass ich es gemacht habe. Aha. Aber wieso habe ich das damals nicht gemacht? Sah das zu hässlich aus? Na gut, wir machen jetzt wie auch immer. Dann mache ich das jetzt mal besser. Das muss auch nicht schön werden, so besonders, sondern einfach nur Mittel zum Zweck. Geht das hier von dem Abstand? Ne, ich mache das noch eins weiter. Wir sind ja hier großzügig, ne? Dann sieht das auch angemessen aus. Wobei der Aufgang mir zwar immer noch nicht richtig gefällt, aber das kann man ja alles verändern. Wir sind ja hier in Minecraft. Da kann man alles nach seinen Träumen verändern. Am besten wäre es, wenn man direkt hier hochrennen könnte. So, ich mache das mal dafür einmal kurz alles auf. Damit wir gleich gucken können, wie das Ganze sich so verhält. Das heißt, ich möchte quasi hier so. Geht das? Und dann hier so. Und dann hier so. Das wäre doch schön, oder? Aber das gefällt mir nicht, weil wir hier oben hängen. Das gefällt mir auch nicht. Das muss noch ein bisschen offener sein. Wie sagt man so schön? Das muss transparenter sein. So. Und wieso? Das muss ich auch noch wegmachen. So. Ich mache nochmal den Spielsound etwas lauter. Musik nicht. Freundliche Kreaturen. Ich mache alles mal ein bisschen lauter. So. Jetzt ist aber alles sehr laut. okay, wir machen es doch wieder auf unsere Standardlautstärke. Bei mir ist es immer 20. So. Das sieht doch alles schon mal ganz gut aus. Was könnte man jetzt noch verbessern, um das hier so ein bisschen so schöner aussehen zu lassen? Eigentlich ja nicht viel. Okay, die Erde auf jeden Fall entfernen. Aber das ist ein generelles Problem hier. Deswegen muss man... Erstmal ein bisschen Stein holen und dann schauen wir mal, wie wir das alles regeln. Damit wir mal ein bisschen was hier voran machen.
brauchen ja hier noch ein bisschen was. Stein. Ansonsten muss ich auch ein bisschen was nochmal mit meiner anderen Spitzhacke hier abhacken. So. Erstmal mache ich hier oben das Ganze weg. Denn das gefällt mir sowieso nicht. Weil das ja alles nur dumm ist. So. Und so. Und so. Und hier auch noch. Weiß nicht, sollen wir hier auch noch drei machen? Ich mach's einfach mal sehen, wie das aussieht. Das könnte doch eventuell ganz gut aussehen. 1, 2, 1, 2, ja. Dann können wir diesen Scheiß-Eingang hier auch mal zumachen. Der gefällt mir nämlich überhaupt gar nicht. Aber dafür sind wir ja da, um das alles ein bisschen schöner zu machen. Und jetzt muss das hier auch nicht so runterhängen. Das hier ist okay, meiner Meinung nach. Aber, ja, so vielleicht. Aber das hier muss nicht so sein. Perfekt. So sieht es doch angenehm aus. Ich weiß, das sieht auch nicht so ideal aus, aber kommt, Leute, ihr müsst euch zufrieden geben. Ja? Das ist hier schon beste Baukraft, die ich hier abliefere. Ich bin ja nicht so der beste Bauer. Ha! Ha! Das kann man zweideutig verstehen. Ich rede jetzt nicht vom perversen Sinne, ne? Aber ich rede vom normalen Sinne. So. Der Aufgang ist quasi schon gemacht. Dann mache ich jetzt gleich mal ein Thumbnail-Bild. Und ihr seht ihr, wann ich aufnehme. Ich nehme ganz knapp auf. Die Folge sollte heute noch kommen. Da sich einer, den ich kenne, sich das so arg wünscht. Mensch, Marc. Der fragt mich jeden Tag in der Schule. Mensch, Marc, wann kommt denn das nächste Minecraft alleine? Oder er sagt immer Minecraft alone. Eventuell seht ihr das Video gerade. Hallo? ich habe den auch schon mal erwähnt. Warte mal, ich muss mal eben Dingens machen hier. Und als ich ihn das erste Mal, erwähnt hatte, hat er direkt die Audioaufnahme aufgezeichnet quasi. Und hat das dann in die Klassengruppe geschickt. Dass ich ihn erwähnt habe. was brauchen wir denn? Erze. Und das hier möchte ich bitte braten. So. Brater. So. Pfannenwender. Kennt das einer von euch noch? Dieses Pfannenwender-Getue von SpongeBob? Das war doch immer sehr nice. So, Leute, jetzt weiß ich nicht, was wir mit dieser Ecke machen sollen. Ich kratze mir gerade in der Tat den Kopf, deswegen kann ich gerade nicht gehen. So. Oh, so. Was machen wir mit dieser Ecke? Das gefällt mir hier alles ein bisschen nicht so extrem. Erstmal könnten wir hier oben etwas abholzen. Und das dann quasi so machen. So hat man nochmal... nicht so. So hat man quasi dann nochmal so einen kleinen Eingang. In dem Sinne. 1, 2, 1, 2. Das könnte auch noch gut gehen hier. Weiß jetzt nicht, wie sich das auswirkt. Doch, das geht. Das sieht doch nicht schlecht aus. Aber hier bin ich noch unzufrieden, wie wir das tun. Schon mal sehr erfreulich, dass Steve überhaupt wegmachen kann, weil da unten nichts ist. Und das hier weg und das hier weg und das hier weg und das hier weg. Und dann eventuell hier noch so eine kleine Deko rein. Aber allerdings mal unter uns, mir gefällt das echt nicht so ganz. Aber ihr habt das ja nicht gehört, ne? Das gefällt uns ja allen so. Klick. Guck mal, jetzt hat man so eine kleine rustikale Ecke. Man rennt hier hoch, blablabla, und blub, bin ich im Wolkenpalast. Und das hat doch auch schon was irgendwie. Übrigens gibt es die Welt jetzt auch bald zum Download. Muss jetzt noch gucken, eventuell findet ihr den Link zum Download in der Beschreibung. Denkt aber bitte dran, dass hier ein Mod verwendet wird. Und zwar der folgende Mod. Dieser hier, der Advanced Enchantment Table Mod. Ich kann auch nochmal die Welt bereitstellen ohne diesen hier. Und dann schauen wir mal, ob ihr sonst, falls es bei euch Komplikationen gibt, einfach mal die Welt laden. Ich weiß es nicht genau. Ich weiß nicht, habe ich glaube ich nicht mehr Mods verwendet. Das glaube ich nämlich nicht. Aber gut, jetzt bin ich schon mal diese Ecke schon mal fertig. Das ist schon mal ganz gut, meiner Meinung nach. Haben wir schon mal etwas geschafft. Die Folge war also nicht ganz sinnlos. Das heißt, wir könnten jetzt noch ein bisschen mehr einsortieren. Holz. Just Holz Things. Klick, klick, klick. So. Das ist auch schon mal getan. Ich bin immer noch in der 1.7. Das heißt, es ist noch keine 1.8. Hier im Schlafraum sieht auch alles gut aus.
Das hier nehmen wir natürlich auch noch in Angriff. Wird alles noch kommen, Leute. Das hier sieht auch angenehm aus. Ja, im Grunde genommen sind wir dann eigentlich soweit fertig für diese Folge. Was könnte ich denn jetzt noch machen? Ich könnte schon eventuell mal euch zeigen, wo wir den Abonnententempel hinbauen werden. In auf welche Area quasi. Wir könnten ja damit eigentlich schon anfangen. Den wollte ich mit Sandstein unbedingt bauen, weil es einfach nice aussieht. Der große Abonnententempel. Den wollte ich nämlich, wartet mal, ich zeig's euch. Den wollte ich, habe ich mir gedacht, da hinten hinbauen, auf diesem großen Berg. Einen richtig großen Tempel gebaut mit Sandstein, wo jeder meiner Abonnenten verewigt wird, der sich das wünscht, dass er verewigt wird. Das wäre schon cool, meiner Meinung nach. Schauen wir doch einfach mal. Was ja noch geiler wäre, wenn ihr Bauvorschläge macht. Wenn ich euch die Welt wirklich zum Download anbiete und ihr an diese Stelle hier geht, die Koordinaten seht ihr hier, dann hier anfangt eine Pyramide zu bauen oder so eine Art Tempel quasi. Oh Gott, Pyramiden haben wir gerade in Mathe, da will ich eigentlich gerade nicht dran denken. Aber in, was sag ich schon, in, mein Gott, Marc. Oh, jetzt schreien die Kinder mal wieder draußen rum. Nee. Mama, es ist Sommer. Ich muss jetzt rumschreien, um den Marc zu nerven, wenn er aufnimmt. Oh Gott. Es ist immer dieses typische Sommerproblem bei mir in der Gegend hier. Es ist halt eine sehr familienreiche Gegend. Und wenn ich auch diese ganzen Kinder höre, die hier rumschreien. Mama. So, sorry, kurz für diese Kurzpause. So, klick, klick, klick. Ich fange schon mal ein bisschen an. Ehrlich gesagt, um es mal ganz ehrlich zu sagen, ich habe keine Ahnung, wie ich das hier bauen will. Deswegen brauche ich eure Hilfe. Schreibt mir doch einfach über Twitter. Also ladet euch die Welt runter. Schreibt mir dann bitte über Twitter. Über ein Bild ganz einfach. Falls ihr Lust habt, natürlich nur, wie ihr den bauen würdet oder ob ihr schon irgendwelche Ideen habt hier auch in den Kommentaren. Ich mache jetzt mal hier schon meine Kiste. Hier sammle ich dann alles schon mal für den Bau, was wir brauchen werden. Kann schon mal hier einen Wegpunkt machen. Abonnententempel. So. Übrigens sind meine anderen Wegpunkte immer wieder weg. Die verschwinden so oft. Das Chicken nehme ich mit. Jetzt hüpfe ich hier fröhlich runter, weil ich fröhlich bin. Muss aber trinken hier. So, weiter rennen. Und dann, wenn ich zu Hause bin, dann war es das auch schon. Wenn ich diese wunderschönen Mobs hier gefightet habe. Ich will noch, ehrlich gesagt, Fire Aspect auf mein Schwert. Das wird es, glaube ich, noch so raus. Wieso sind die hier alle so stark? WTF, oder bin ich einfach nur zu blind hier gerade, um was zu treffen? Weil es gerade ziemlich dunkel ist. Bam, 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 bam. PvP, 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 Pro. Oh. Dildedum, dim. Oh, fuck. Zwei auf einmal, das kann ich nicht. Das war zu viel jetzt. Oh. Heilige meine, meine. Heilige meine. Da hinten sind zwar noch XP, aber scheiß drauf. Wir rennen nach Hause zum glücklichen Frieden. Zum glücklichen Frieden nach Hause rennen. Thumbnail-Bild hatte ich ja schon gemacht. So, dann verabschiede ich mich. Meine sehr verehrten Damon und Herren. Bald ist mein 1000. Video da. Schaut mal bitte. Wie geil das ist, wenn man 1000 Videos hat. Tschüss, Leute. Ich wünsche euch einen schönen Abend, Mittag, was auch immer. Bye, bye.